Ja, hallo ihr Lieben. Melde ich mich aus den Osterferien wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet wundervolle Wochen und konntet schon das Frühlingswetter genießen. Es ist heute erst Donnerstag, der 12.04. abends und ich zeichne das Video für morgen auf, weil morgen wird bei mir ein gut gefüllter Tag werden und dann mache ich das einfach schon im Vorfeld. Ja. Wir hatten ja vor den Ferien dieses Thema Blutverdünnung, wobei wir ja dann auch schon darüber gesprochen haben, dass Blutverdünnung im Grunde nicht das richtige Wort ist, sondern dass es um die Gerinnungshemmung geht. Und die ganzen anderen Videos, die stehen ja auch im Netz und die könnt ihr auch auf meiner Webseite finden, wie auch dieses Video dann auf meiner Webseite auch stehen wird, passend oder mit dem dazu passenden Text. Ja, dieser fünfte Teil zu den Blutverdünnern, da geht es darum, wie kriegt man denn auf natürliche Art und Weise die Fließfähigkeit des Blutes besser hin? Oder wie macht man das Blut besser fließfähig? Und da kann man sagen, da gibt es ein ganz, ganz dickes Plus für die richtigen Fette. Da kann man also sagen, ein falscher Sprit im Tank macht krank. Und eines der besten Bücher zu der Bedeutung von Fetten, das möchte ich euch da mal vorstellen, das ist hier von dem Andreas Job und dem Ulrich Strunz, Fit mit Fett. Das ist heute interessant, das kommt heute spiegelverkehrt. Und dieses Buch ist also das Tollste zu diesem Thema, was mir überhaupt begegnet ist. Und dieses Buch sagt also, das ist eine Neuauflage, eine überarbeitete. Und das geht um die Omega-3-Revolution. Und da schreibt zum Beispiel der Herr Strunz und der Herr Job hinten drauf, Schluss mit der Fetthysterie, wie gute Fette Gehirn, Herz und Gewebehormone fit machen, das Geheimnis guter Fette und Killerfette, spannend wie ein Krimi. Und in dem Buch ist wirklich alles drin. Und da werde ich euch heute einiges dazu erzählen und auch einige Zitate dann auch nennen daraus. Und eigene Erkenntnisse natürlich auch mit einfließen lassen. Ja, also ein Zitat daraus von der Seite 10 ist, jeder zweite Deutsche stirbt an versäumten Ölwechsel, 2/3 der Deutschen haben erhöhte Blutfette und jeder zweite Deutsche stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind also Fakten, die da wissenschaftlich auch belegt sind. Der Grund, falsche Fette. Mit dem Ölwechsel für die Lebensadern wird jahrzehntelang geschlampt, bis es zu spät ist. Ja, da kann man jetzt mal loslegen und einfach sagen, die mehr von guter, fettreduzierter Ernährung, das haben wir ja jahrelang gehört, dass das Fett so schlecht ist und so böse. Und die mit der muss man da gründlich aufräumen. Grundsätzlich kann man sagen, zu viel feste Fette sind natürlich nicht gut, also vor allen Dingen die tierischen Fette, weil die viel Entzündungen auch im Körper auslösen. Da werden wir noch dazu hören. Aber man kann sagen, also bestimmte Fette sind wichtig für ein gesundes Herz. Außerdem ist Fett oder Fett generell, Öle sind auch Geschmacksträger. Das ist eine wichtige Sache. Und dann gibt es auch fettlösliche Vitamine. Da habe ich beim Lernen auf die Heilpraktikerprüfung mir EDEKA gemerkt, also Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A, die kann der Körper gar nicht resorbieren, wenn kein Fett in der Ernährung gleichzeitig aufgenommen wird. Also da ist, wenn jemand sehr streng fettreduziert ist, meistens auch ein deutlicher Mangel vorhanden. Ja, es gibt Fette, die machen das Blut super fließfähig, wie eine Antihaftbeschichtung oder ein Leichtlauföl. Da werden wir auch einiges dazu hören. Und andere Fette und Pflanzenstoffe, die wirken antioxidativ und verhindern das Ranzigwerden wichtiger ungesättigter Stoffe. Und außerdem gibt es ungesättigte Fettsäuren, die Baustoff für Dutzende von Gewebs- oder körpereigenen Gewebshormonen sind. Die
wirken dann von Entzündungserscheinungen, die runter oder rauf reguliert werden, über Blutdruck, der runter oder rauf reguliert wird, ein Immunsystem, das geschwächt oder aktiviert wird oder übermäßig aktiviert wird, auch in Richtung Autoimmunerkrankungen, bis hin eben zur Reizleitung im Gehirn und in Nerven, auch dann depressive Verstimmung, wenn diese Fettsäuren dann fehlen. Also der kann ganz, ganz vieles geregelt werden. Und hier kommt es meistens auf die richtige Balance an und da werde ich euch dann nachher auch noch einiges dazu sagen. Die kurzkettigen Fettsäuren, die sind mittlerweile bekannt dafür, dass sie ein super Treibstoff für das Gehirn sind. Da ist allen voran mal eine Fettsäure, die in der Butter vorkommt und dann von den Bakterien im Darm noch abgewandelt wird zu einer 3-Hydroxybuttersäure. Das ist der Supertreibstoff fürs Gehirn und für die Nervenzellen. Und von diesem Treibstoff ist bekannt, dass die Lern- und Leistungsfähigkeit um 25% steigert. Und die Anthropologen, die gehen davon aus, dass das so dieser Knackpunkt war, wo dann die Menschen auch aus den wärmeren Gefilden dann in arktische Gefilde auswandern konnten, wo es ja dann per se mal keine Pflanzen gibt, sondern eben hauptsächlich Fett, indem man dann die Robben fängt. Ja, Ziel einer gesunden Ernährung muss also nicht heißen Fette raus, sondern gute Fette rein und schlechte Fette raus, sodass man dann eben die entsprechenden gewünschten Effekte hat. Wenn man jetzt sagt, welche Fette geht es denn, können wir vielleicht mal damit starten, auf was sollte man auf jeden Fall achten, dass man es nicht nimmt. Und da geht es hauptsächlich um die giftigen Transfette. Das sind wahre Killer. Und diese Transfette, die entstehen bei der Härtung pflanzlicher Öle. Also wenn Pflanzenöle erhitzt werden auf 150 bis 240 Grad, dann härten die aus, dann gibt es chemische Prozesse, da gehen die Doppelbindungen da drin verloren und dann härten diese Öle aus. Das ist ja gewünscht, weil dann kann man das als Margarine dann verwerten. Und das Problem bei diesen Transfetten, die dabei entstehen, dass die eben so giftig sind, weil der Körper sie nicht kennt und die lassen sich auch nicht vollständig aus dem gehärteten Fett entfernen. Und grundsätzlich kann man dann auch sagen, wenn mit solchen Ölen dann viel erhitzt wird, also frittiert wird, dann wird das Öl mit jedem Frittiergang also schlechter und ungesünder. Die gehärteten Fette haben den großen Vorteil für die Lebensmittelchemie, dass die wesentlich länger haltbar sind und nicht ranzig werden. Und daher werden viele Fertigprodukte, da werden sie eingesetzt, also Wurst, Käse, Schokolade, Süßwaren und so weiter, Gebäck, Kekse. Und auf der Packung werden sie dann ganz unschuldig deklariert als pflanzliche Fette, sodass für den Verbraucher gar nicht erkennbar ist, dass er da was sehr Ungesundes dann zu sich nimmt. Die enthaltenen Transfette sind körperfremd und damit eben giftig, weil sie überhaupt nicht in den Stoffwechsel hineinpassen. Und dabei kommt es aber natürlich auch auf die zugeführte Menge an, weil da macht die Dosis dann das Gift. Und da ist jetzt wieder ein Zitat von dem Andreas Job und dem Ulrich Strunz. Wenn Sie nur 2% mehr Transfette essen, hat das unerwartete Auswirkungen auf die Herzinfarkthäufigkeit. Da gibt es eine oder mehrere Studien. Eine möchte ich da nennen, die dort auch genannt ist. 80.000 Krankenschwestern, die sämtlich zu Beginn der Studie keinerlei Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten, wurden über 14 Jahre lang beobachtet. Und wenn 2% mehr Transfette täglich zugeführt werden, erhöht sich das Risiko für Herzinfarkte auf 36%. Also erschlagend viele. Und wenn man dann noch weiß, 2% sind gerade mal 30 Kalorien täglich aus Transfetten, dann ahnt man schon, dass das also in relativ großem Umfang bei uns in der Bevölkerung ebenso der Fall ist.
Das kann man dann auch weiter sagen, gesättigte Fette versus oder gegen ungesättigte Öle. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen chemisch dazu sagen. Fette und Öle werden aus Glycerin und Fettsäuren aufgebaut. Das nennt man auch Triglyceride oder Triester. Manchmal ist es auch nur zweifach verästert. Also prinzipiell am besten bioverfügbar sind immer die Triester. Gesättigte Fettsäuren sind fest, weil, das kann man sich vielleicht so vorstellen, die gesättigten Fettsäuren, die haben nur Einfachbindungen und die sind dann eben ganz lange gerade Moleküle. Und das ist wie so eine gekochte Spaghetti. Und wenn ich da viele gekochte Spaghettis parallel nebeneinander auslege, dann kleben die richtig gut zusammen und ich habe dann einen riesen Block. Und mit diesem riesen Block, da kann man natürlich hervorragend das zum Bauen verwenden. Oder die kleben dann natürlich auch in den Arterien die Gefäße zu. Oder die kleben dann an den Gefäßwänden fest, wenn sie da übermäßig vorkommen. Ja, also die, aber grundsätzlich sind so feste Fette oder gesättigte Fette, Entschuldigung, auch ganz wichtig für den Körper, weil die einzelnen Fettsäuren davon, die sind teilweise ganz wichtig für die Zellmembran. Da in diesen Phospholipiden, da werden die verwendet. Und da allen voran ist zum Beispiel das Kokosfett zu nennen, was da ganz günstig ist. Auch wenn da jetzt wieder andere Meinungen grassieren, man muss natürlich biologisch dann auch gucken, wo kommt denn das her und was wird davon abgeholzt. Also nur dann darauf zu gehen, ist sicher nicht sinnvoll, aber es ist eine durchaus sinnvolle Ergänzung in der Ernährung. Also zu viele dieser Fette kleben dann zu, also auch da ist wieder das Maß gefragt, also nicht zu viel von einer Sorte, sondern möglichst viel gemischt. Ja, damit die Zellwände jetzt beweglich bleiben und die Stoffe die Wand in beiden Richtungen passieren können, muss aber die Zellmembran beweglich bleiben. Und das geht also nur, wenn ungesättigte Fettsäuren eingebaut werden. Die ungesättigten Fettsäuren, die sind je nach Anzahl der Doppelbindungen dann gebogen. Und grundsätzlich kann man sagen, je mehr Doppelbindungen da drin sind und je ungesättigter die enthaltenen Fettsäuren sind, desto flüssiger ist das Öl und damit auch desto beweglicher ist die Membran. Heißt auch, wenn jetzt mal zum Beispiel die roten Blutkörperchen anschaut, die sich da durch die kleinsten Kapillaren durchquetschen müssen, da haben wir ja schon gesagt, die Blutkörperchen haben ungefähr einen Durchmesser von 7 Nanometer und die kleinsten Kapillaren, die sind so 3 bis 4 Nanometer, also eigentlich geht das nicht. Das heißt, das Blutkörperchen muss da also wirklich in alle Richtungen beweglich sein und sich auch falten können und so richtig sich da durchquetschen können. Und dazu muss eben diese Zellmembran dieser roten Blutkörperchen beweglich sein, also ölig. Und folglich dann auch viele von diesen ungesättigten Fettsäuren enthalten. Was da für Probleme gibt, da kommen wir dann also gleich noch, beziehungsweise können wir gleich sagen, die ungesättigten Fettsäuren, die oxidieren sehr schnell und leicht. Und das kennt ihr vielleicht aus der Küche, wenn ihr da ein Olivenöl stehen habt und es steht etwas länger, dann wird es erstens ranzig. Und zweitens ist dann oben an dem Ausguss, da wird so eigenartig harzig, weil diese Doppelbindungen, die können in Gegenwart von Licht und Sauerstoff miteinander reagieren und verketten dann die Moleküle und dann verharzt es. Beim Leinöl zum Beispiel, da hat man das früher fürs Malen tatsächlich auch verwendet, macht man heute immer noch, wenn man mit Ölfarben malt, da wird es also diese Pigmente mit Leinöl angeteigt und im Lauf der Zeit, wenn die Ölfarbe dann auf die Leinwand aufgetragen ist, dann braucht es 1-2 Tage, dann härtet die aus und im Lauf der Jahrzehnte härtet es immer weiter aus. Deswegen werden dann die alten Bilder dann irgendwann auch spröde, sodass dann die Farbe auch mal runterblättert und dann müssen die Bilder sehr aufwendig restauriert werden. Und diese Verharzung, das passiert natürlich auch in der Zelle. Also da werden wir, wenn wir nicht regelmäßig diese ungesättigten Fettsäuren austauschen und einen Ölwechsel vornehmen, so wie bei einem Motor, dann werden wir innerlich ranzig
und verharzen. Und insofern wird dann auch zunehmend das Blut schlechter fließfähig. Heißt auch, dass mit den richtigen Ölen ich das Blut deutlich besser fließfähig machen kann, auf eine ganz gesunde Art und Weise, ohne dass ich überhaupt irgendwelche Medikamente dazu benötige und noch andere sehr, sehr günstige Nebeneffekte habe. Welche die das sind, das kommt dann jetzt also auch noch gleich. Wenn man jetzt ungesättigte Fettsäuren anguckt, dann ist nicht ungesättigt gleich gut oder gibt es verschiedene. Man kann da mal unterscheiden zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht sagen wir mal einfach chemisch so eine Fettsäure, wenn man die anschaut, also dieser eine Bauteil von den Fetten oder Ölen, sind eben hauptsächlich diese Fettsäuren, die da an Glycerin gebunden sind. Und so eine einzelne Fettsäure, die besitzt dann ein polares Köpfchen. Chemisch ist das die Carboxylgruppe und ein langes unpolares Schwänzchen. Das ist dann chemisch der Alkylrest. Und wenn dieser Alkylrest eben Doppelbindungen enthält, solche reaktiven Stellen, die dann sehr leicht mit Radikalen reagieren können, also mit reaktiven Sauerstoffspezies oder Sauerstoff direkt, dann spricht man eben von ungesättigten Fettsäuren. Und wenn mehrere solche Doppelbindungen drin sind, dann wären das die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ja, und die Position der Doppelbindung wird chemisch nicht vom Köpfchen her angegeben, sondern vom Schwänzchen. Also, und Alpha ist ja der Anfang, Omega das Ende. Also deswegen spricht man da von Omega-3-Fettsäuren. Dann sitzt die Doppelbindung vom Schwänzchen her gezählt am dritten C-Atom. Und bei den Omega-6-Fettsäuren sitzt dann die erste Doppelbindung eben am sechsten C-Atom. Ja. Und diese Anzahl der Doppelbindungen, die sind natürlich interessant, weil je mehr Doppelbindungen drin sind, desto schlechter kann der Körper das selber herstellen. Da kommt man dann zu den essentiellen Fettsäuren, die da zwei Omega-3-Fettsäuren ganz wichtig sind und eine Omega-6-Fettsäure. Und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die kann eben der Körper nicht oder nur sehr bedingt herstellen. Also am wichtigsten sind die beiden essentiellen Omega-3-Fettsäuren, die meistens auch in viel zu wenig heute im Körper drin sind. Das wäre die DHA und die EPA, kann man chemisch auch sagen, aber ist an der Stelle mal egal. Also Eicosahexaensäure und Eicosapentaensäure, also die eine mit 22 C-Atomen und 6 Doppelbindungen und die andere mit 20 C-Atomen und 5 Doppelbindungen. Und im Körper kann aus der längeren und höherwertigen DHA die EPA hergestellt werden, also der Körper kann die abbauen, aber er kann nicht aus der EPA die DHA aufbauen. Deswegen ist bei Produkten, die man nimmt, immer wichtig, dass man die DHA mehr drin hat als die EPA. Verhältnisse sagen wir gleich. Und diese Omega-3-Fettsäuren und im Gegenzug dazu diese halbessentielle, also essentiell heißt einfach, wenn ich sie nicht esse, dann gibt es große Probleme im Körper, weil der Körper es eben nicht herstellen kann. Das wäre vor allen Dingen die Arachidonsäure, wird meistens mit AA abgekürzt. Und die drei Fettsäuren, die wirken im Grunde als Gegenspieler und deswegen ist das Verhältnis da ganz arg wichtig. Also Gegenspieler meint, wenn der eine in die eine Richtung wirkt, dann wirkt der andere genau in die andere Richtung. Also zum Beispiel DHA und EPA wirken entzündungshemmend und die Arachidonsäure entzündungsfördernd. Oder DHA und EPA wirken blutdrucksenkend und die Arachidonsäure dann eher blutdrucksteigernd. Ein gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3
Wenn man guckt, wie der Steinzeitmensch sich ernährt hat, dann war das ein Verhältnis von 1 zu 1. Und heute sagt man von 1 bis 4 zu 1, also Omega 6 zu Omega 3, wäre ein gutes Verhältnis. Das Problem ist, wenn wir unsere Ernährung heute anschauen in Industrieländern, haben wir heute ein Verhältnis 20 zu 1. Also viel zu viel Omega-6-Fettsäuren aus billigen Margarinen, Sonnenblumenöl, Maiskernöl, Sojaöl, Pflanzenöl. Entschuldigung, muss man einen Schluck trinken. Und viel zu wenig Omega-3 aus Fetten, Seefisch, grünem Blattgemüse oder aus Nüssen. Und grundsätzlich kann man sagen, je schlechter das Verhältnis, desto höher die Herzinfarkthäufigkeit. Also das ist ein Zitat von Strunz und Job, auf der Seite 29 ist es zu finden da im Buch. Also das Tipp wäre, keine Omega-6-fettsäurehaltigen Pflanzenöle, also dem allen voran Sonnenblumenöl, Maiskeimöl und Sojaöl in der Küche verwenden und sowieso schon überhaupt keine Margarine. Das ist eh eine Chemiebombe der besonderen Güte, wenn man die ganzen Zusatzstoffe anguckt. Das gehört raus, das bestenfalls für die Mülltonne oder für die Öllampe und stattdessen viel mehr fetten Seefisch, Walnüsse, Rapsöl eignet sich auch hervorragend zum Anbraten. Olivenöl eignet sich auch gut, sagen wir gleich auch noch was dazu. Avocadoöl wäre fantastisch, Leinsamen oder Leinöl. Das ist das, was auf den Tisch gehört. Wenn man dann kleine Mengen kauft, dann wird es auch nicht so schnell ranzig und dann halt immer wieder nachkaufen. Olivenöl enthält wie Raps- und Avocadoöl zwar nur einfach ungesättigte Fettsäuren, aber die Vorteile zum Beispiel von den drei Ölen sind, dass sehr viele Pflanzenstoffe und auch Vitamin E enthalten sind und die schützen dann vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das wäre dann die Mittelmeerkost, also die von Kreta zum Beispiel, den Menschen, die dort leben, ist bekannt, dass sie sehr, sehr wenig Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und einfach ungesättigte Fettsäuren sind wesentlich stabiler und oxidieren nicht so leicht wie mehrfach ungesättigte. Und das heißt auch, dass die Transport Moleküle im Blut, wo das Fett transportiert wird, da wäre das LDL und das HDL zu nennen. Das LDL transportiert die Fette zu den Zellen hin oder die Fettsäuren zu den Zellen hin. Deswegen ist es immer viel, viel mehr mit dem Fett geladen oder den Fettsäuren geladen. Und weil die Fette leichter sind, heißt es also Low Density Lipoprotein. Und das andere wäre das High-Density-Lipoprotein. Die unterscheiden sich im Grunde gar nicht, weil das eine ist der vollgeladene Transporter zu den Zellen hin und das andere ist der leere Transporter zur Leber zurück. Und da wird immer behauptet, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber beide haben so eine ganz wichtige Funktion und unterscheiden sich im Grunde genommen nur durch ihre Ladung. Also das eine ein voller Transporter und das andere dann eben der gleiche Transporter leer zur Leber zurück. Und wenn jetzt viele, viele ungesättigte Fettsäuren da auf dem Transportpartikel sind, dann verklebt das und harzt es eben schnell und dann kann es schon passieren, dass die an den Gefäßwänden dann auch kleben bleiben oder dann gar nicht in die Zellen hinein können. Also so gesehen kann also das Olivenöl den Cholesterinspiegel senken und hat auch den Vorteil, dass es eben bei hohen Temperaturen noch stabil ist. Das heißt, es kann durchaus gegen alle anderen, gegen die üblichen Aussagen auch zum Braten verwendet werden. Aber da kann man auch genauso gut das Kokosfett nehmen als gesättigtes Fett, was sich da auch eignet, weil das für uns in Maßen ja auch gut ist. Ja, das Problem, was wir haben, ist aber, dass die tollen Pflanzenöle wie Olivenöl, Leinöl, Rapsöl oder auch Walnussöl oder was man dann eben Nussöle noch nimmt, dass die alle super sind, aber in der Leber können sie nur zu 0,6% in die DHA und in die EPA umgewandelt werden.
Und da kommt auch noch ein Problem der Omega-6-Fettsäuren dazu, weil die benutzen die gleichen Enzyme in der Leber zum Umbau oder auch Abbau. Und wenn dann Omega-6-Fettsäuren vorhanden sind, dann werden die Leberenzyme blockiert und es findet noch weniger Aufbau von der DHA und der EPA statt. Und so ist dann dieses Verhältnis 20 zu 1, was wir heute in der Ernährung haben, ziemliches Desaster, weil die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, die ist zum Beispiel direkt ein Baustein für entzündungsfördernde und stark immunstimulierende Gewebshormone. Da sind zum Beispiel die Prostaglandine zu nennen. Und bei fast allen Autoimmunerkrankungen und rheumatischen Erkrankungen sind genau diese Gewebshormone deutlich erhöht. Das heißt, man kann sich da auch mit den Medikamenten meistens etwas herunter, wenn man die aus der Ernährung rausnimmt. Oder andersrum kann man sagen, auch mal darüber nachdenken, ob nicht durch die Ernährung genau diese Erkrankungen auch mit ausgelöst werden. Also der Tipp wäre Wurst, Innereien, Schweinefleisch und Pflanzenöle, also wie Soja, Maiskeimöl und Sonnenblumenöl komplett aus der Ernährung zu streichen oder zu vermeiden. Was beim Sonnenblumenöl, weil das so super günstig ist und eben so billig verwertet werden kann, ziemlich schwierig ist, wenn man Fertigprodukte kauft. Also stattdessen ist wichtig in der Ernährung die DHA und die EPA zu erhöhen. Ein ideales Verhältnis ist hier DHA zu EPA. Mehr schon gesagt, die DHA kann nicht aus der EPA hergestellt werden, aber andersrum wohl im Körper. Also muss die mehr da sein. Das sagt man so 2 bis 4 zu 1 wäre da ein super Verhältnis. Also die schlechte Nachricht eben, dass die beide nicht wirklich aus den anderen guten Ölen hergestellt werden kann, aus den anderen Omega-3-Fettsäuren, die nur einfach, also einfach ungesättigt sind. Ja, die gute Nachricht, mittlerweile gibt es einige wenige Firmen, ich kenne nur 2, die in der Lage sind, DHA und EPA auch aus Süßwasseralgen zu extrahieren. Also das gibt es mittlerweile auch vegan, dann ist das Verhältnis eher 2 zu 1 bei einer sehr guten Firma. Und ideal wäre eigentlich, wenn es aus einem Fisch kommt, der muss dann halt aus einem nachhaltigen Fischfang kommen und auch das Öl muss sehr gut mehrfach destilliert sein. Dass da nichts von Radioaktivität oder Schwermetallen drin ist, was häufig eben der Fall ist, wenn es nicht gut destilliert ist oder mehrfach destilliert. Und dann nachträglich, weil bei der Destillation, bei der Vakuumdestillation geht, meistens auch eine Veresterung flöten, dann hat man statt einem Triester nur ein Diester und der ist zu 50% schlechter bioverfügbar. Und das ist sehr, sehr schwierig rauszufinden, ob in einem Nahrungsergänzungsmittel oder einem Produkt, was man da nimmt, dann auch tatsächlich die Firma den Triester einsetzt. Und da muss man gut recherchieren oder man fragt jemanden, dem man vertraut, und sag, welches Produkt kannst denn du da empfehlen? Wo hast du recherchiert? Ja. Der Andreas Jopp und der Ulrich Strunz, die haben das auch getan. Die machen natürlich keine Produktwerbung für eine einzelne Firma. Das mache ich ja auch nicht. Aber wenn du da was Genaues wissen willst, dann melde dich einfach. Dann kann ich in einem persönlichen Gespräch, kann ich dir dann schon sagen, was ich da empfehle. Ja. Die Wirkung von DHA und EPA, also nur mal die wesentlichsten, die sind entzündungshemmend, also die verbessern die Zellfunktion, die verdrängen schlechte Fette aus der Zellmembran, die verbessern die Fließfähigkeit des Blutes, das ist ja unser Thema. Ja? Also das wäre genau dieses, warum ich das hier alles überhaupt anführe. Es senkt das Very Low Density-Lipoprotein, was noch ungünstiger im Körper ist als das Low-Density-Lipoprotein und erhöht stattdessen das High-Density-Lipoprotein. Aber wie gesagt, das sind alles dieselben Transporter und sind halt unterschiedlich stark beladen. Aber jetzt ist dann noch eine wichtige Sache, senkt auch die
Triglyceride im Blut. Und es hat eine sehr positive Wirkung auf die Psyche und die Stimmungslage. Es gibt ganz tolle Studien, die auch der Andreas Hirb und der Ulrich Strunz in ihrem Buch anführen. Also richtig antidepressive Wirkung. Es lindert Juckreiz und Rötungen und verbessert die Insulinsensitivität. Das heißt, es ist also auch in mehrfacher Hinsicht für Diabetiker interessant, weil dann nämlich nicht nur das Blut besser fließfähig wird, sondern auch die Glucose besser in die Zelle hinein kann, wenn das Insulin besser wirken kann und damit dann auch nicht die Glucose die kleinen Mikrokapillaren zuklebt. Ja, und also dann diese Kombination bessere Durchflussmöglichkeit und bessere Fließfähigkeit sich sehr günstig auswirkt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, was soll man jetzt, mache ich jetzt irgendwie was? Also es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, sich messen zu lassen. Wer also nicht spekulieren will, sondern mal gucken muss, muss ich denn einen Ölwechsel machen? Also meistens ist es auch so, dass der Ölwechsel ziemlich Zeit braucht. Also man kann jetzt nicht sagen, ich werfe mal ein paar Kapseln ein und dann ist das in Ordnung, sondern da muss man sich schon so mindestens mal auf 3 bis 6 Monate, eher 6 oder Monate einstellen. Und diejenigen, die dann nach mehreren Monaten die entsprechenden Erfahrungen gemacht haben, die werden auch gar nicht mehr auf die Idee kommen, das wieder aufzuhören. Und man kann dann sich messen lassen. Da gibt es eine tolle Firma, die sitzt in Martinsried. Die Adresse und E-Mail oder Webseite, die findet ihr dann auf meiner Webseite in dem Text zu diesem Video. Und das heißt der HS Omega-3-Index-Test. Und da hat sich zum Beispiel der Andreas Jopp auch selber testen lassen nach 3 Monaten Einnahme. Und da sollte der Index zwischen 8 bis 11% liegen. Und ich halte es mal hier rein, wie das so aussieht. Ja, das war dieser Test. Da wird dann ganz genau geguckt, welche Fettsäure ist denn da wie viel im Blut vorhanden und wird dann ganz genau prozentual ausgerechnet. Und dann kann man sehen, welchen Ölwechsel muss ich denn vornehmen, von welcher Fettsäure muss ich da was in meinen Körper hineinführen. Also hochspannend und eine super, super tolle Möglichkeit, das Blut besser fließfähig zu machen, ohne dass man die Gerinnung in irgendeiner Form stört, weil das dann den Vorteil hat, wenn ich mich schneide, dann blutet es vielleicht mal, weil das Blut besser fließfähig ist, etwas heftiger, aber die Gerinnung und die Stoppung des Blutflusses, die findet ganz genau gleich schnell statt, sodass da auch keine großen Blutergüsse oder schlecht heilende Wunden entstehen und das ist ein Riesenvorteil. Das wäre also dann anzudenken, das Aspirin, das ASS zu ersetzen damit. Aber wie gesagt, also dieses immer nur mit ärztlichem Rat und in der Kontrolle und nicht das eine absetzen und das andere rein, sondern langsam den Wechsel und immer in der Begleitung mit einer kompetenten Beratung. Ja, das war's dann auch für heute und ich wünsche euch morgen einen wundervollen Tag. Ich freue mich auch schon auf meinen Tag, obwohl er sehr voll sein wird. Aber das bleibt ja spannend, das Leben. Und das nächste Video wird es dann kommenden Freitag wieder geben. Das ist dann der 19.04. Und da weiß ich, also ich versuche das dann live zu machen. Und das wird über die Wirkzusammenhänge bei den Antioxidantien gehen, weil die auch ganz entscheidend sind für die Fließfähigkeit des Blutes oder überhaupt für das Blut und die Gefäße. Und das wäre also das Thema dann nächste Woche. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag und verabschiede mich jetzt. Tschüss!